Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich fasse mal zusammen, was ich so in den Reden gehört habe, gerade von Herrn Özdemir vor allen Dingen gehört habe. Erstens, die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir eine Verkehrswende machen. Würden Sie mir erstmal zustimmen. Zweiter Punkt, wir werden die Klimaschutzziele, die wir uns da gesetzt haben, auch nur realisieren können in Verbindung von Ökologie und Ökonomie, also wenn wir einen Business Case sozusagen haben, damit wir keine Deindustrialisierung betreiben. So, ja genau. Und wir werden diesen großen Transformationsprozess, den wir der Gesellschaft ja abverlangen, auch nur mit Akzeptanz hinbekommen, wenn wir dieser Gesellschaft eine Wohlstandsperspektive und damit eine industriepolitische Perspektive vorstellen. So, wenn Sie mir da zustimmen, diese drei Punkte sind der Grundtenor des Klimaschutzplans der Bundesregierung. Da steht da alles drin. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sozusagen als das große Novum verkaufen, ist schon längst formuliert. Jetzt zu einzelnen Punkten in Ihrem Forderungskatalog. Punkt 1, da steht irgendwas von Treibhausgasneutralität im Jahr 2050, die der Verkehr erreichen muss, stimme ich Ihnen sofort zu. Absolut richtig. Und dann steht eben dieses eine Datum 2030, abgasfreier Antrieb. Ich will mich gar nicht an dem Datum aufhängen, sondern an der für Neufahrzeuge, sondern an der Tatsache abgasfrei. Was ist mit EE-strombasierten CH4? Da spreche ich nicht mehr von CNG, Natural, sondern von CG, also von wirklich treibhausgasneutral hergestellten CH4. Und wenn ich das in Autos bringe und damit die Autos fahren lasse, sind die im Betrieb nicht abgasfrei. Aber die gesamte Mobilität, die dahinter steht, der gesamte Kreislauf, der ist treibhausgasneutral. Also bitte bedenken Sie das. Greenpeace hat vor wenigen Tagen hier im Hauptstadtbüro in der Marienstraße eine Studie vorgestellt, die jetzt sich nicht mit dem Thema allein befasste, sondern mit dem Speicherthema befasste und hat gesagt, wir müssen vermehrt genau auf diese Gastechnologie Wind to Gas setzen, um eben da voranzukommen im ökologischen Bereich. Und wenn Sie aber die abgasfreien Antriebe fordern, dann setzen Sie auf ein All-Electric-Szenario, das ich für falsch halte. Wohlgemerkt. Denken Sie doch mal drüber nach. Ich werde noch so ein paar kursorische Punkte durchgehen. Punkt 4, den Sie haben, Besteuerung von Dienstwagen nach CO2-Ausstoß, findet sofort meine persönliche und auch die der SPD-Bundestagsfraktion Zustimmung. Können Sie mal sagen, ist ganz toll, dass ich das sage. Ich kann mich auch damit anfreuen, so ein Bonus-Malus-System, wie Sie hier vorschlagen, darüber nachzudenken. Ich bin auch durchaus bereit, mit Stefan Kühn haben wir gestern bei Uber darüber diskutiert, den § 2 Absatz 7 Personenbeförderungsgesetz, Experimentierklausel, etwas auszuweiten, um mehr Möglichkeiten zu schaffen. Da waren wir uns gestern in der Diskussion auch einig. Was ich aber nicht will, ist, dass dann die Ubers dieser Welt sozusagen für die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen sorgen. Das will ich nicht. Und das will die Sozialdemokratie auch nicht. Insofern ist dieses Papier durchaus geprägt von vielen Dingen. Also Wagniskapital steht jetzt zum Beispiel, ob Sie jetzt unbedingt den Start-ups mit steuerlichem Forschungsbonus irgendwas Gutes tun, wage ich zu bezweifeln, die zahlen keine Steuern. Ja, also damit befördern Sie die Großen, wohlgemerkt, und nicht die kleinen Start-ups. Das ist der eine Punkt. Ja, ein Steuerbonus, ein Abzug von was? Von der Steuerschuld, die haben die gar nicht. Also vorsichtig, ne? Vorsichtig damit, die brauchen direkte Zahlungen. Die brauchen das Venture Capital. So, wenn das ja gemeint ist, dann schreiben Sie es klarer. Dann können wir das durchaus zur Basis nehmen, um eventuell in irgendwelchen Verhandlungen, die wir mal zukünftig führen, darüber zu reden. Insofern ist das, was hier steht, durchaus vernünftig. Vielen Dank. Danke, Arno Klare. Ja, dann kommt jetzt die Rede. Dann kommt jetzt die Rede. Dann kommt jetzt die Rede von Dirk Fischer.